Hallo liebe Dino-Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Neuheiten-Video aus dem Hause Lego für das Jahr 2024. Die Sets sind im Januar erschienen. Im letzten Video habe ich euch ja schon den T-Rex-Schädel vorgestellt, da steht er. Und wenn ihr euch das Video anschauen wollt, dann klickt gerne jetzt hier oben. Dieses Set wird schon der erste Spoiler bzw. der erste Teaser für die Jurassic World Chaos Theory Serie sein, die jetzt dieses Jahr irgendwann erscheinen soll, auf Netflix wieder, also mit anderen Worten, die Fortsetzung von Jurassic World Camp Cretaceous oder Neue Abenteuer auf Deutsch. Und in diesem Set sind auch altbekannte Charaktere mit enthalten. Wir haben hier Darius, wir haben hier Sammy und eine ganze Menge Dinosaurier. 5 Stück an der Zahl sind es. Außerdem noch ja, 2 kleine Unterstände oder Forschungsstände, wie auch immer man dazu sagen will. Und noch ein Fahrzeug. Das Ganze ist wieder ein 4-Plus-Set. Das heißt, das Ganze richtet sich wieder an ein jüngeres Publikum bzw. es lässt sich einfach schnell zusammenbauen. So, wieder ein Blick hier in die Box rein. Ihr seht schon riesengroße Formteile. Das lässt sich hier also rucki-zucki aufbauen. Und es sind hier wieder ja, 3 Bauschritte, die relativ schnell aufgebaut sein sollten. Was ich sehr, sehr schön finde, ich habe das ja mit meiner Tochter beim letzten 4-Plus-Set mal ausprobiert. Sie hat das Set mal nach dieser Anleitung aufgebaut und sie war ein absoluter Lego-Anfänger und ist wirklich mit dieser Anleitung gut zurechtgekommen, da das relativ gut aufgebaut ist. Man zeigt hier quasi immer, welche Teile man sich raussuchen muss und wie das Ganze dann montiert wird. Für absolute Lego-Anfänger ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Finde ich sehr, sehr gut. Man sieht hier, auch das Ganze ist eben entsprechend mit Gelb umrandet. Und das würde ich mir bei den großen Sets auch manchmal wünschen, da, wenn man gerade so kleine Bausteine verbaut, die manchmal echt sehr, sehr schwer zu finden sind, vor allem, wenn das Teil sehr, sehr komplex ist. Ja, also so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal auf und dann geht's weiter hier. Dieses Video wird unterstützt und präsentiert von toymi.eu. Zurück vom Aufbau. Der Aufbau ging mir wirklich schnell vonstatten. Ich schätze mal, unter einer halben Stunde habe ich das Ganze hier zusammengebaut. Ich bin natürlich aber auch erwachsen und das ganze Set richtet sich ja hier an Kinder. Deswegen kann man das natürlich nicht vergleichen. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick hier auf die ganzen einzelnen Sachen. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit der kleinen niedlichen Futterstation an. Das kleine niedliche Teilchen hier sieht ein wenig aus wie so ein Container mit einem kleinen Überstand und auch einer lustigen kleinen Palme, die so hier hin und her sich bewegt. Wir haben für die insgesamt 5 Dinosaurier, auch einiges an Futter dabei, ein paar Karotten, 2 Bananen, eine kleine Trinkflasche, einen Fisch und auch einen Apfel. Also mit anderen Worten, unsere Dinosaurier sind hier bestens versorgt. Dann haben wir hier eine kleine Forschungsstation. Die Forschungsstation umfasst einen kleinen PC, einen angedeuteten Inkubator. Wir haben hier auch eine kleine Lupe, die kann man sogar abmachen und da kann man auch durchschauen. Also ist eine richtig kleine Lupe, sehr, sehr cool mit echter Lupenfunktion. Dann haben wir hier einen Bernstein, ja typisch im viereckigen ja, Lego-Design. Und natürlich auch hier wieder eine solche Wackelpalme, die hier einfach hin und her wackelt. Das finde ich ein bisschen lustig gelöst, dass man das hier nicht irgendwie festmachen kann. Also mich persönlich stört das ein wenig, aber naja gut. Was ich sehr, sehr cool finde und realistisch ist hier dieses kleine Solarpanel, denn die Forschungsstation muss natürlich irgendwie mit Strom versorgt werden. Grüner Strom hier, ja, also eine schöne Sache. Soviel zu dieser kleinen Mini-Forschungsstation. In der Forschungsstation haben wir hier natürlich Darius aus Jurassic World Camp Cretaceous. Den solltet ihr kennen. Er hat hier ein graues Oberteil, trägt auch hier seine ja, übliche Kette aus Jurassic World Neue Abenteuer. Die Kleidung ist hier und da ein wenig zerrissen bzw. verschmutzt. Er ist hier schon ein wenig mitgenommen, was ja auch im Film bzw. in der Serie zu sehen ist. Dann haben wir hier ebenfalls noch eine weitere Hauptdarstellerin aus Jurassic World Neue Abenteuer. Das ist hier die Sammy. Sie kommt hier in dem üblichen Hawaii-Outfit, nenne ich es jetzt mal, welches ja auch so ähnlich Dennis Nedry in Jurassic Park anhatte. Auch sie ist hier ein wenig verschmutzt. Also sie hat hier auch schon ja, die eine oder andere Nacht in Jurassic World verbracht. Auch sie ist hier auf Vorder- und Rückseite bedruckt und trägt auch genauso wie Darius eine hellblaue Hose bzw. so eine Lachtauben-blaugraue Hose. Warum sie ausgerechnet die gleiche Hose tragen, keine Ahnung. Ich denke mal, das Ganze bezieht sich hier auf die neue Serie Jurassic World Chaos Theory, in denen die beiden wahrscheinlich vorkommen werden. Außerdem haben wir hier ein kleines, nettes Fahrzeug mit drin. Dieses Fahrzeug erinnert ein wenig an den Jeep Wrangler aus Jurassic Park. Und ja, ich würde sagen, es soll ein Jeep Wrangler darstellen. Was ich sehr, sehr cool finde, dass wir hier vorne eine Bedruckung haben. Also wir haben hier quasi
den Kühlergrill und die Beleuchtung angedeutet, genauso auch die Seilwinde. Und hier auf der Seite haben wir das Jurassic Park Logo bzw. Icon einfach hier als einfachen Stein und das Ganze ist hier auch entsprechend bedruckt. Das heißt, man muss hier keine Aufkleber montieren. Auf der Ladefläche haben wir eine Box, die man auch abnehmen kann. Hier können zum Beispiel Dinosaurier oder Futterteile transportiert werden. Ein lustiges kleines Fahrzeug, welches aus wenigen Teilen besteht. Das Ganze lässt sich relativ schnell zusammenbauen. Kommen wir jetzt zum Hauptteil aus diesem Set. Die insgesamt 5 Dinosaurier. Wir fangen mal beim kleinsten an. Hier einen Velociraptor in einer ganz besonderen Bedruckung. Wir haben hier so einen Metallic-Ton mit einer lila Bedruckung bzw. blaue Metallic-Bedruckung. Abgesehen von der Färbung ist der Raptor natürlich nichts Besonderes, denn er ist gefühlt in jedem Set irgendwo mit untergebracht. Etwas interessanter finde ich da hier schon diesen Raptor, der hier aus den Jurassic World Dominion Sets stammt, das quasi Beta darstellen soll, also quasi das Jungtier von Blue. Dieses Modell ist ein neues Modell, das gab es 2022 das erste Mal, hat man jetzt hier nochmal mit in das Set reingepackt. Ich habe das Set leider noch nicht da, deswegen fehlt er mir noch in der Sammlung, deswegen sehr, sehr cool. Die Bedruckung dürfte hier aber eine andere sein, als wie es in den Jurassic World Dominion Sets der Fall ist. Wir haben hier so ein Blaugrau angedeutet, welches sich hier über den kompletten Körper zieht, aber wir haben nicht die charakteristische Färbung, die auch Beta bzw. Blue trägt. Das hat man hier bei dieser Figur geändert. Dann haben wir hier einen kleinen Ankylosaurus, den wir bereits schon in einem anderen Set in einer anderen Farbe gesehen haben, nämlich in dem Labor mit Dr. Henry Wu. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Hier haben wir also den kleinen Ankylosaurus, der definitiv Bumpy sein sollte, zumindest in dem anderen Set, hat man hier jetzt nochmal in dem Braun umgefärbt. Also ist quasi eine andere Variante, ist hier mit in diesem Set enthalten. Ebenfalls in Dr. Henry Wus Labor war auch dieser Dinosaurus auch hier mit dabei, ein kleiner Triceratops als Baby-Variante. Diesmal ist er hier in diesem Grau umgesetzt. Ich glaube, in dem anderen Set, da war er in Grün umgesetzt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Ich finde es cool, dass man hier nochmal den Triceratops mit reinpackt, denn kleine Dinos kann man nie genug haben. Wir haben jetzt hier schon ein richtiges kleines Arsenal an Dinosauriern. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Pteranodon, den wir auch schon in sehr, sehr vielen verschiedenen Farbvarianten in vielen verschiedenen Sets mit dabei hatten. Er ist also nichts unbedingt Neues in dem Sinn, wenn man mal von der Färbung absieht, die hier in diesem Blau umgesetzt wurde. Die Flügel sind hier aus einem flexiblen Plastik umgesetzt. Man kann das Ganze also auch knicken. Da kann man sich auch nicht dran verletzen. Genauso wenig kann man sich am Schnabel verletzen, denn diese Teile sind auch hier aus einem harten Gummi umgesetzt. Das ist also das komplette Set aus dem neuen Lego-Sortiment und ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es sich hierbei um das erste Chaos Theory Set handelt. Warum das ausgerechnet jetzt schon Anfang Januar erscheint, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass Lego hier auch im Jahr mal was rausschmeißt, denn bisher war der Release ja meistens um den Sommer rum. Deswegen finde ich es cool, dass wir hier einfach mal ein kleines Jurassic World Set noch mit dazu bekommen. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich nochmal ganz herzlich bei toyme.eu bedanken, die mir das Set für dieses Video zur Verfügung gestellt habt. Wenn ihr Jurassic World Fans seid, und das seid ihr wahrscheinlich, wenn ihr meinem Kanal folgt, dann klickt gerne unten mal in der Videobeschreibung auf den Link und mit dem Code DINO15 erhaltet ihr sogar 15% Rabatt auf alle Jurassic World Produkte. Damit sind wir auch schon durch mit diesem kleinen neuen Set. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wenn ihr noch mehr Bock auf Lego habt, dann schaut euch gerne die Lego Jurassic World und Jurassic Park Playlist an. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick mit kratzischer Stimme.